Montag ist Duelltag und damit heiße ich euch zu einer neuen Folge 1 gegen 1 willkommen. Heute geht es um diese zwei in Anführungszeichen beste Freunde. Alles gleich nach dem Intro. Der vielleicht meistgehasste Tag der Woche, Montag. Arbeiter haben keinen Bock. Fußballfans haben keinen Bock und wir schicken zwei Spieler in den Ring. Dass Cavani und Neymar seit der Ankunft des Brasilianers scheinbar immer noch nicht miteinander klarkommen, zeigt sich immer wieder auf dem Spielfeld. Zuletzt zum Beispiel bei dem 0:3-Sieg gegen Lille, als Cavani den Freischuss schießen wollte, Neymar aber es selbst in die Hand nahm und am Ende auch traf. Wie lange diese Kinderspielchen noch gehen, ist unklar, aber schauen wir uns mal die genauen Zahlen an. Angefangen mit dem 30-jährigen Stürmer aus Uruguay, Edinson Cavani, ist es kaum verwunderlich, warum er genervt ist von Neymar. Denn erst seit Zlatan Ibrahimovic die Pariser verließ, durfte er endlich auch mal Elfmeter bzw. Freistöße schießen. Davor war das alles Chefsache natürlich und Zlatan ließ nicht mit sich verhandeln. Da nun aber Cavani mittlerweile Zlatan Ibrahimovic als Allzeitscorer der Pariser ablöste, verlangt der Mann mit einem Marktwert von 60 Millionen Euro mehr Anerkennung von zum Beispiel Neymar. Der Rechtsfuß kommt auf eine Größe von 1,84 Meter und schafft es, sich trotzdem durch seine Kopfballstärke auch gegen größere Verteidiger durchzusetzen. Edinson Cavani spielt jetzt bereits seit 2013 bei Paris Saint-Germain. Er kam für 64,5 Millionen Euro vom italienischen Erstligisten SSC Neapel. Sein Vertrag läuft noch bis 2020 und es bleibt abzuwarten, ob die Pariser ihn eine Verlängerung anbieten oder einen neuen Stürmer holen, da der Uruguayer mit zunehmendem Alter sicher keine Option für die Pariser Bosse ist. Eins ist aber zu sagen, seine Zahlen sind bemerkenswert. In seiner professionellen Laufbahn kommt der Stürmer auf 299 Tore und 55 Vorlagen in 486 Spielen. In dieser Saison sind es bereits 28 Tore und 8 Vorlagen in nur 33 Spielen. Treffen tut Edinson Cavani dabei alle 98 Minuten. Zu den Stärken von Edinson Cavani gehört sicherlich seine bereits erwähnte Kopfballstärke. Des Weiteren besitzt Cavani über eine enorme Ausdauer, sodass er sogar auch oft hinten in der Verteidigung mithilft. Natürlich ist er auch eiskalt vorm Tor, aber er ließ schon mal die ein oder andere Großchance liegen. Dies ist eines seiner deutlichen Schwächen. Ansonsten hat er aber einen starken Schuss und kann auch Tore außerhalb des 16ers erzielen. Er hält außerdem gerne lange den Ball und gewinnt dadurch Zeit für seine Mitspieler, damit diese aufrücken können. Edinson Cavani konfrontiert oft auch gerne die Entscheidung der Schiedsrichter und hat deswegen in seine Profilaufbahn bereits 59 gelbe und 2 rote Karten bekommen. Weitere Schwächen des Angreifers wären auch sein schlechte Flanken, seine Aufmerksamkeit für die Abseitslinie und sein schlechtes Passspiel. Wer Cavani ein paar Spiele schon mal zugeschaut hat, wird erkennen, dass er gerne von außen nach innen zieht, um dann den Abschluss zu suchen. Genug aber von Cavani, schauen wir uns den Kontrahenten Neymar an. Seitdem er den FC Barcelona im letzten Sommer verlassen hat, um seinen Weg im Profifußball zu gehen, stand der 26-Jährige immer wieder hart in der Kritik. Für rund 220 Millionen Euro wurde er außerdem zum teuersten Transfer aller Zeiten. Dadurch wird ihm vorgeworfen, sich für Geld anstatt die Liebe zum Fußball entschieden zu haben. Da wir aber in einer Zeit leben, wo die Transfersummen immer weiter in unvorstellbaren Summen steigen, kommt es einem nach kurzer Überlegung so vor, dass die 220 Millionen Euro für Neymar eventuell zu wenig waren. Aber wie dem auch sei, ist er die Summe wert? Schauen wir uns daher, was der brasilianische Flügelspieler seit seinem Wechsel so geleistet hat. Neymar kommt in 346 Profi-Einsätzen auf unglaubliche 202 Tore und 131 Vorlagen. Treffen tut er dabei durchschnittlich alle 139 Minuten. Diesen Wert übertrifft er in Paris bei weitem, denn da kommt der Megastar in 26 Spielen auf unglaubliche 27 Tore und 16 Assists. Die durchschnittliche Trefferzeit verbessert sich hier auf alle 85 Minuten. Also waren die 220 Millionen Euro wert für die Pariser oder nicht? Ich denke, es ist erstmal abzuwarten, da die Bosse sicher auf einen bestimmten Titel sehr heiß sind, und zwar die Champions League. Sollte Neymar diesen Titel gewinnen, dann war er jeden Cent wert für die Pariser Bosse. Aber nichtsdestotrotz, so eine Leistung muss man natürlich auch loben. Zu den Stärken vom 1,71 Meter großen Mann gehören sehr viele Eigenschaften.
Angefangen damit, dass er wahrscheinlich der beste Dribbler der Welt ist, sind seine Pässe ein richtiges Zauberstückchen. Hinzu kommt seine Freistoßstärke, die er in Paris auch schon öfters bewies. Verbunden damit ist Neymar auch in der Lage, Tore weit außerhalb des 16ers zu schießen. Der Mann ist so eiskalt vorm Tor, dass es schon gar nicht so selten ist, dass er nur in einem Spiel 2 bis 4 Tore schießt. Und ich muss ganz ehrlich sein, viele Schwächen kann ich bei ihm nicht finden. Eines sticht aber ganz stark hervor, und zwar sein Abwehrverhalten. Wenn es denn überhaupt existiert. Neymar ist nicht gerade für seine starke Abwehr bekannt. Ich kann mich nicht erinnern, Neymar das letzte Mal Grätschen gesehen zu haben, aber werden wir nicht pingelig. Sein Spielstil ist eigentlich recht simpel. Wie Cavani sucht er immer den Zug nach innen, um dann abzuschließen. Außerdem dribbelt er sehr, sehr, sehr oft und wird dabei auch sehr, sehr oft gefoult. Es gibt schon fast keinen Gegenspieler, der nicht pro Spiel mindestens eine gelbe Karte dafür sieht. Damit ihr aber noch einen guten Überblick habt, gibt es jetzt noch eine kurze Übersicht über die heutigen Kontrahenten. Edinson Cavani ist 30, 1,84 Meter groß, Rechtsfuß und kommt auf einen Marktwert von 60 Millionen Euro. Neymar ist 26, 1,75 Meter groß, beidfüßig eigentlich und übertrifft Cavanis Marktwert um das Dreifache. In dieser Saison kommt Cavani in 33 Spielen auf 28 Tore und 8 Vorlagen. Die durchschnittliche Trefferzeit liegt bei 98 Minuten. Neymar spielte nur 26 Spiele in dieser Saison, war dabei aber mit 27 Toren und 16 Vorlagen erfolgreich. Treffen tut er alle 87 Minuten. Zu den Stärken von Cavani gehört das Ballhalten, sein Abschluss, wie auch sein starker Schuss und seine gute Kopfballstärke. Schwächeln tut er aber im Passspiel bzw. seine Flanken, und Cavani ist sich nicht immer bewusst, dass er oft im Abseits steht. Neymar glänzt im Dribbling, im Passspiel sowie auch das Auge für seine Mitspieler. Seine Flanken und Schüsse sind überragend. Außerdem kann er sehr gute Freistöße schießen und Tore außerhalb des 16ers fallen ihm auch nicht schwer. Seine größte Schwäche ist für mich sein schlechtes Abwehrverhalten. Wenn er daran arbeitet, gibt es eigentlich rein fußballerisch nichts an ihm zu meckern. Dies waren dann damit die Informationen für das Duell Cavani gegen Neymar. Zwei Weltklasse-Spieler mit einigen Ähnlichkeiten. Ihr könnt jetzt in den Kommentaren euren Gewinner nennen und mir zwei weitere Spieler für die nächste Folge nächste Woche vorschlagen. Ich hoffe, dass euch die zweite Folge heute gefallen hat und würde mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr nächste Woche nicht das nächste spannende Duell verpassen wollt, lasst ein Abo da, und damit sage ich ciao und bis zum nächsten Mal bei 1 gegen 1.